Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. UFC-Präsident Dana White hat etwas sehr, sehr Interessantes enthüllt. Und zwar, dass jemand versucht hat, bei ihm zu Hause einzudringen. Sah irgendwie eher so aus, als ob ein Teenager eine Wette verloren hätte. Sah auch irgendwie ein bisschen krank aus. Es gibt nämlich sogar eine Videoaufnahme, die wir uns gleich sofort angucken können. Der junge Mann hatte sogar sein Handy in der Hand. Ja, das ist halt so schien wie eine Mutprobe, irgendwie mit seinen Kollegen bei Dana White zu klopfen, um da Stress zu machen und sonst irgendwas. Denn, ja, Dana White ist natürlich jemand, den magst du entweder oder du hasst ihn, aber man schätzt und respektiert ihn auf jeden Fall. Ja, und eines der Probleme, die er auf jeden Fall hat als so bekannter Mann, ist die Verletzung des persönlichen Raums, insbesondere wenn es um die Unverletzlichkeit der eigenen Immobilie geht. Für berühmte Persönlichkeiten kann das Eindringen in die eigenen vier Wände eine beunruhigende Realität sein. Das Bedürfnis nach Privatsphäre wird zu einem ständigen Kampf gegen unerwünschte Aufmerksamkeit. Kürzlich befand sich Dana White, der Präsident der UFC, in einer Situation, welche aufgenommen wurde, ein Einbruchsversuch in seinem Haus in Levant in Maine. Das hat er verkraften müssen. White teilte in seiner Instagram-Story diesen Vorfall mit, wie der Junge letztendlich einfach gehandelt hatte. Und das könnt ihr euch jetzt gerne einmal kurz anschauen. Auf den Videoaufnahmen ist ein Mann zu sehen, der versucht, die Haustür von Whites Haus gewaltsam einzutreten. Als sein Versuch scheitert, bemerkt der Eindringling schnell die auf ihn gerichtete Überwachungskamera. Er reagiert und versucht, die Kamera zu entfernen, bevor er fluchtartig den Tatort verlässt. Dana White hat hier auch geschrieben gehabt, dass eine Belohnung aussetzt von $2,500 für die erste Person, die Informationen an die Polizei liefert zur Identifizierung des Eindringlings. Dieses Fuckface hat nämlich gerade versucht, meine Haustür in Levant einzutreten. Ich werde der ersten Person, die der Polizei mitteilt, wer er ist, $2,500 geben, erklärte UFC-Präsident Dana White. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesem Vorfall? Verrückte Sache. Kranke Menschen unterwegs, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.